Die verschwiegene Wahrheit über die Operation Market Garden. 1944 starteten die alliierten Streitmächte mit fast 40.000 Soldaten die größte Luftlandeoperation in der Geschichte. Die alliierten Fallschirmjäger trafen auf die gefürchtete SS, die in diesem Raum operierte. Zunächst schwache Kräfte der SS griffen in den Kampf ein. Schnell verloren die Briten bei Arnheim die Oberhand. Die Operation endete in einer desaströsen Niederlage. Verzweifelt und abgeschnitten vor Nachschub funkten die Briten nach London und schilderten die verzweifelte Lage. Die Verluste und Verwundeten waren enorm. Die Deutschen hörten den Funk mit und entschlossen sich, ihren Feinden zu helfen. SS-Obersturmbannführer Walter Harzer evakuierte mit Absprache seines Divisionsarztes, Hauptsturmführer Dr. Egon Skalka, 2200 britische Soldaten, die in deutschen Lazaretten versorgt wurden. Obwohl man kaum seine eigenen Verwundeten versorgen konnte, versorgten die deutschen Truppen ihre Feinde. Dr. Egon Skalka wurde von Colonel Varick in einem Telegramm mit den Worten: "Ich möchte hiermit meinen Dank und meine Anerkennung an die äußerst wirksame Art aussprechen, mit der die deutschen Sanitätsdienste 2200 Verwundete evakuierten." Belobigt. Hier haben sich Feinde geholfen, um Leben zu retten. Alle Hintergründe in meinem Longvideo.